Hey Leute, heute ein Interview mit Sonny T. Also ich habe mit Hip-Hop angefangen durch eine Schulkameradin. Also die fand ich immer ganz toll, die war in New York und irgendwann in Herbstferien hatten wir irgendwie einen Klassenfest und dann hat sie irgendwelche so fränkische Moves gemacht oder beziehungsweise mehr so pantomimische und dann fand ich das total super, wow, das sieht so illusionisch mäßig Hammer aus. Hip-Hop bedeutet für mich irgendwie, ja, mein Leben so, also wie ich jetzt so lebe. So durch Hip-Hop bin ja das Leben ziemlich verändert. Hat man ja immer alles nachgemacht, was überhaupt so in der Szene ist oder sowas total ähnlich ist und sowas. Und Hip-Hop hat dazu gebracht, irgendwie jeder anders, individuell anders zu sein so, und Spaß zu haben. Also das Positive immer nachzugehen und nicht unbedingt, wenn es negativ gibt, dann weiche ich halt aus. Es gibt immer einen Weg, also positiv zu denken, positiv zu leben, kreativ zu leben. Ja, früher war für mich nicht so ganz einfach, weil ich ja gerne etwas experimentell tanzen so und in der Hip-Hop-Szene, dann tanzt man irgendwie ziemlich so basismäßig damals und hat man viel ja darauf Wert gelegt, einen Six-Step, Baby-Freeze und so am Ende und so zu setzen, immer meistens nur in eine Freeze zu machen, am Ende zum Schluss Power-Moves, was eigentlich continuous sind und ich konnte nicht meine Sachen dann irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn ich da in Kreise tanze da draußen, dass ich dann irgendwie von den anderen denke, wow, der ist ja komisch und so und das hat mich nicht wohl gefühlt. Und selbst wenn ich jetzt auf Foundation so tanzen, so wie die Bronx Style, so dieser Brooklyn Rock und solche Sachen, ich fühle mich dabei nicht so gut, weil viele haben versucht, ja, die Amis nachzumachen, von Klamotten bis Geste, und wenn ich das versuche nachzumachen, dann habe ich das Gefühl, dass ich fake bin so, und daher bin ich viel freier, wenn ich versuche, meine Sachen dann zu machen oder irgendwie worauf ich Lust habe. So. Und da auf einem Standard-Jam, so, dann tanze ich immer meistens Standard auch ein bisschen. Versuche ich ganz wenig nur von meinen Sachen zu machen. Und wenn ich unter Freunden einen eigenen Circle habe und sowas, dann fange ich an schon etwas, wo die anderen sagen, komische Sanity. In der Zeit damals haben die das gesagt, natürlich. Und ja, früher habe ich immer angefangen, so, dass die Welle geht ja hoch und runter. Na, und dann habe ich gesagt, wow, das ist ganz gut, die Welle geht hoch und runter. Und dann versuche ich dann auch seitwärts die Welle zu machen. Ich bin eine Schlange, mache man die Welle seitwärts und dadurch spüre ich meinen Körper. Ich höre, dass der Körper auch so ist und dann kommt dann diese Körperwelle. So eine Körperwelle zu machen, ist auch noch das Touch, wo ich immer so früher zeigt man die Welle mit dem Zeigefinger. Dann habe ich darauf auch, wie beim Scratchen. Ich fasse immer den ganzen Körper durch, die Einseiten von oben runter über den Körper, über den ganzen Körper. Ja. Und bei Footwork ist es so, dann früher, dass man immer die Hände an die Seite beim Footwork. Und bei mir ist es so, dass sie die Hände dann zwischen. Automatisch ist es dann eine Pose, tak, tak, tak. Oder auf den Fuß, auf den. Jemand Hip-Hop oder beziehungsweise Tanzen beibringen, ist für mich nicht so wichtig, dass diejenigen gleich denken, oh, ich werde der Beste zu sein, sondern dass ich denen das Gefühl immer so gebe, dass die auch wirklich daran Spaß haben. Selbst irgendwann mal, wenn jemand eine Ziel hat, dann trainiert man auch automatisch härter. Und wenn jemand keine Lust hat, dann tanzt man auch ein bisschen anders. Also, weil solange die Spaß haben, ist für mich dann auch richtig Hip-Hop und so.